Leder ist jetzt ein bisschen schwach, finde ich. Da hätte ich mir jetzt lieber ein exotisches Stück Fleisch von erhofft. Zebrafleisch. Und denke jetzt später noch einen schönen Zebra-Burger. Warum eigentlich nicht? Sag mal, sind wir hier auf einer Insel? Es kommt mir irgendwie so vor, als ob das dieses eine Biom ist und ansonsten ist das alles nur Insel hier. Fände ich... Oh! End. Okay, ein laufender Baum. Aber friedlich. Der hat nur 20 Energiepunkte. Könnte ich den nicht töten? Nein, ich probiere es gar nicht erst. Ein freundlicher, gigantischer, laufender Baum. Den muss ich nicht unbedingt angreifen und ihn mir zum Feind machen. Nicht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Da hinten sind Strauße. Oder zumindest ein Strauß. Gucken wir mal. Strauß kann man doch auch essen, oder? Ich bin jetzt verzweifelt auf der Suche nach Nahrung. Das geht doch so nicht. Ich bin mir sicher, Strauß kann man essen. Ostrich, ja, ein Strauß. Stirb! Ja, da! Raw Ostrich, na, wunderbar. Ja, dann können wir jetzt auch eigentlich zu unserer Minibase zurückgehen. Machen wir mal Teleport 2. Bam, Minibase. So, da haben wir noch Iron Ingot. Und dann machen wir uns einen... Ach ja, genau, kann man so machen. Iron Helm, Iron Boots. Gut, ne? So, das ist so ein Crafting Table Exploit. So, das werden wir aber wieder kaputt machen und mitnehmen. Und dann gehen wir wieder auf Reisen. So, dann können wir auch den Waypoint wieder wegmachen. Ihr seht schon, mit den Waypoints hat man hier ein bisschen zu tun. Zumindest ich mit meiner Spielweise. Und ja, dabei belassen wir es jetzt mal. Wir gehen aber jetzt mal da weiter. Das Wetterdings ist ja schön, ja, schön und so weiter. Oh, was ist das? Muscle. Oh, Necromancy. Wir haben einen Muskel gefunden. Ja, und damit können wir Nekromantie betreiben und uns unser eigenes Zombie-Viech erschaffen. Das uns dann hinterherläuft und es beschützt. Geile Sache, oder? So, da ist jedenfalls das Wetterdings. Hier ist ein großer Berg. Da wollen wir uns mal umgucken. Mist, ich brauche was zu essen. Den Muskel will ich nicht essen. Raw Ostrich. So. Stellen wir den Furnace dahin und werden uns ein bisschen... Mir fehlt da manchmal ein bisschen Strauß. Werden wir uns braten. So, cooked Ostrich. Großartig. Oder kann ich damit noch was machen? Nö, kann ich nicht. Na denn, guten Hunger. Drei Beinchen hat er mir gegeben. Naja, schön. Ist jetzt besser als nix, aber es reicht immer noch nicht, um Gesundheit zu regenerieren. Was ist das denn? Dragonfly, eine... Boah. Eine Libelle. So. Kann es einem passieren, dass man seine eigene Muttersprache verlernt? Ich werde immer schlechter im Deutschen. Das kann doch nicht sein. Ich muss immer länger nachdenken, was das überhaupt auf Deutsch bedeutet. Das kann doch alles nicht sein. Ja, toll. Die Blume macht irgendwie gar nichts. Da würde ich mal sagen, weg mit dir. Mein Inventar ist nicht sonderlich groß. So, da sind wieder nur rote Steine. Was ist das, ein toter Baum? Nein, Pinewood. Ja klar, Pinewood, was heißt denn Pine? Pinewood, ich weiß nicht. Boah, was ist das denn für ein, was ist das denn für ein Ausblick? Guck mal, da mit der Lava und mit dem Wasser und überhaupt kein Gras. Hardened Dirt. Kein Gras und dann irgendwelche komischen Bäume. Pinewood, sind das nicht irgendwelche Nadelbäume? Aber Pinewood kann nicht Nadelbaum heißen, das glaube ich nicht. Ah, hatte ich nicht eben irgendeine Schlange gehört? Oh weh. Ja, ich höre eine Schlange. Da, eine Schlange. Oh, guck mal, die ist aber friedlich. Ah, die besteht aus Würfeln. Guck mal. Die besteht aus Würfeln. Das sieht ja geil aus. Na, okay. Nicht jede Schlange ist ein Fleischfresser. Oder giftig. Nicht jede Schlange würde den Menschen angreifen. So sieht's aus. Also, bei einer Schlange gleich zu fürchten, oh weh, die wird mich angreifen und töten. Nö, warum? Ich bin schon ein paar Schlangen in meinem Leben begegnet. Ja, in Berlin. Und keine von denen hat mich angegriffen. Also, naja. So, hier will ich auch rüber. So. Oh gut, wir konnten wenigstens rennen. Also der Strauß ist nicht umsonst gestorben. Wenn es schon keine Gesundheit regeneriert, konnten wir wenigstens rennen. Das ist schon mal eine gute Sache. Warum ist denn hier so viel Lava? Und was ist das da? Oh, das ist, glaube ich, ein Bone Ore. Und aus diesen Knochen können wir uns ziemlich viel herstellen. Ich meine, wenn schon eine Mod installiert ist, die einfach nur Bonecraft heißt, dann muss man ja schon ein bisschen was herstellen können aus diesen Knochen. Oh
Oh, guckt euch das an. Das ist ein einziger Source Block. Diesen ganzen Berg könnte ich mit einem einzigen Eimer trocken machen. Das ist doch irgendwie, also irgendwie sind diese Minecraft-Physiken sehr merkwürdig. So, ist da eine Höhle oder war das nur eine Antäuschung? Ja, das verarscht mich nur, da war gar keine Höhle. Was ist das? Ist das doch eine Höhle? Schwer zu sehen. Scheint aber keine Höhle zu sein. Na gut, dann halt keine Höhle, dann gehen wir hier wieder weiter. Ah, lass mich hier rauf. So. Tja, ist eigentlich alles ganz schön hier, aber gibt ja leider nicht so viel zu entdecken. Schade eigentlich. Guck mal, der Baum steht mitten in der Lava und die Blätter sind schon verbrannt. Warum fängt das Holz nicht an zu brennen? Also nee, früher wart ihr... Also das ist jetzt an die Minecraft-Entwickler gerichtet. Früher wart ihr mit dem Feuerverbreiten durchgreifender. Also da habt ihr eine klarere Linie verfolgt. Da fehlt mir wieder das einwortige Wort für... Also da wart ihr einfach konsequenter. Das ist es. Ihr wart viel konsequenter, was das Verbreiten von Feuer angeht. Jetzt guckt euch das an. Ein Baumstamm steht mitten in Lava drin und das Einzige, was passiert ist, dass die Blätter verbrennen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch lächerlich und das ganze Holz bleibt da drin stehen. Was soll das? So, laufen die jetzt eigentlich die ganze Zeit schon nach Westen? Ich bin es eigentlich... Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich wollte jetzt sagen, gewohnt, dass sich meine Minikarte nicht dreht, sodass, wenn ich nach oben laufe, es immer Norden ist. Aber ich lasse meine Minikarte immer drehen. Warum stockt es hier eigentlich gerade so? Oh, vielleicht deshalb. Guckt euch das an. Könnte deshalb stocken. Was ist denn das? Ist das Iron? Ja. Ja, ich viel mehr als Iron und Gold gibt es ja jetzt hier auch nicht zu finden. Also, tja. Mehr findet man da eigentlich nicht. Es gibt nicht so viele Ores im Dark Age of Minecraft. Hier geht es eher um andere Sachen. Ah ja, das erinnert mich eigentlich, jetzt wo ich wieder sage, wie das Modpack heißt, erinnert mich das erst wieder daran, dass wir eigentlich Diamanten brauchen, um mit Blood Magic anzufangen. Mensch, ich laufe hier rum. Vor allem nur durch die Steppe. Warum ist denn hier immer das Gleiche? Wir sind durch das ganze Gebirge durchgekommen. Es hat eben höllisch gelaggt. Wahrscheinlich wurde ein neues Biome generiert. Aber ich habe jetzt trotzdem wieder an die 200 Frames. Das finde ich wirklich super. Und das sind 128 Pixel große Texturen. Bei Infinirex konnte ich mir nur 64 leisten. 128 ist schon ziemlich viel. Da ein Wildschwein, das töte ich jetzt. Ich habe Hunger, verdammt! Was ist denn jetzt? Boah! Oh Mist, das greift mich an! Verdammter Mist! Vielleicht sollte ich lieber ein normales Schwein töten und kein Wildschwein. Boah, Mann, das muss mir mal einer sagen, dass mich Wildschweine angreifen, wenn ich sie boxe. Verdammt. Gibt's denn nicht... Oh, wie eine Katze. Ja, Kitty. Katze werde ich bestimmt nicht essen. Gibt es nicht irgendwo leicht zu bekommende Nahrung? Das kann doch alles nicht sein. Ich habe ja auch noch gar kein Weed gefunden. Okay, wir haben zwei Seeds. Naja, super. Da ist noch eine Katze. Was ist das? Ein Raccoon, also ein Waschbär, nicht wahr? Und was ist das, ein Mole? Ein Maulwurf, was machst du hier an der Oberfläche? Kann man Maulwurf essen? Nein, ich lasse den Maulwurf in Ruhe. Boah, guck dich die Bäume an. Also alles, was wir hier sehen, ist ja irgendwie gerade nur Biomes of Plenty und Mo Creatures. Naja, aber die laden beide zum Erkunden ein. Und das da ist doch totes Holz, nicht wahr? Was ist denn hier unter Wasser? Ich habe da gar keine Unterwassermod installiert. Algae. Ah, Algen. Okay. Oh, irgendeine Krähe, Mann. Schreck mich doch nicht so. Was ist das hier? Dead Wood. Ja, aber Dead Wood von Biomes of Plenty. Das wird uns wahrscheinlich nicht bei Evilcraft helfen, weil da brauchen wir auch Dead Wood für. Aber das wird ein anderes Dead Wood sein. Oder hieß es Dead Wood oder hieß es anders? Ah, oh, Tree Capitator. So, gucken wir mal. Wofür brauchen wir das? Charcoal können wir daraus herstellen. Und als Fuel. Für nichts anderes? Für nichts anderes? Wir kriegen da keine Planks draus? Das gibt's doch nicht. Was soll ich denn mit dem Dreck? Eine Ziege. Ziegen kann man doch essen, oder? Mann, verdammter Mist, das gibt's doch alles gar nicht. Warum finde ich denn nichts zu essen? Rice? Was? Rice Plant. Growth Mature. Guck mal, hier wächst Reis. Das ist ja eine schöne Sache. Wir schmeißen mal das Dead Wood weg. Das brauchen wir überhaupt nicht. Was ist denn das hier? Na gut, da will ich jetzt irgendwie nicht draufklicken. Das sieht mir irgendwie verbuggt aus. Rice Seeds. Ey, der fri... Hat er eben den Reis gefressen, der da auf dem Boden lag?
ich weiß nicht. Rice von Still Hungry. Use Bento. Guck mal, wir können Sushi damit machen. Oder Reisöl. Oder normales Sushi. Guck mal, mit einem Raw Fish und zwei Reis und Sticks können wir uns ein, können wir uns nicht nur Sushi erstellen, sondern so ein richtiges Bento? Ja, keine Ahnung. Scheint aber mehr und besser zu sein. Shapeless Craften für Rice Seeds. Okay, wir haben zweimal Reis. Oh weh, es ist schon wieder dunkel. Und da lauern Skorpione und was weiß ich alles. Lauter kriechendes Vieh, das mich töten will. Wie baut man ein Bett? Gibt es hier noch irgendein zweites Rezept? Nein. White Kitty Bett. Wolle. Wie bekommt man Wolle? Aus Cattail. Bimes of Plenty. Okay, String. Ja, habe ich alles nicht. Fur. Okay. Ja, blöder Mist. Also wir haben... Ja, Mist. Mist? Wie oft habe ich eigentlich schon Mist gesagt? Okay, wir töten dich jetzt. Scheiß Ziege. Stirb. Stirb. So, hat sich das jetzt gelohnt? Hat sich das gelohnt, zum Ziegenmörder zu werden? Was habe ich denn eben eingesammelt? Das hat doch irgendwas fallen lassen, neben Leather. Anscheinend nichts, was ich essen kann. Aber kann ich den Reis nicht so essen? Das ist Reis, den muss ich doch essen können, oder? Nein, den kann ich nicht essen. Warum kann ich keinen Reis essen? Die Mod heißt Still Hungry. Immer noch hungrig. Da muss ich doch Reis essen können, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Mann. Warum sind wir noch kein... Oh, das ist aber schön. Das ist nicht nur diese kleine Gezwitscher wie aus dem Twilight Forest. Das war ein richtig schöner Gesang. Das hat richtig gechippt und gezwitschert. Warum? Boah, warum hüpft denn der Maulwurf so rum hier? Seit wann hüpft ein Maulwurf? Nein! Zombie, Creeper. Ah. Ja, okay, also streng genommen macht es überhaupt nichts, wenn wir sterben. Wir behalten unser Inventar und ich kann mich zum Deathpoint teleportieren, aber ich möchte trotzdem nicht sterben. Im Prinzip spiele ich mit Cheats, aber ich möchte nicht so spielen, als ob ich mit Cheats spiele. Versteht ihr? Ich will jetzt hier eigentlich endlich mal ein Schaf finden. Und mir dann irgendwo eine kleine Basis bauen, wo ich mich hin teleportieren kann, wenn es Nacht wird. Das kann doch eigentlich alles nicht zu viel verlangt sein, oder? Da ist noch ein Creeper. Oh, Spinne, Spinne. Mist, warum verhungere ich denn die ganze Zeit? Wofür installiere ich denn so viele Mods, die was mit Essen zu tun haben? Ah! Lass mich in Ruhe. Der schießt mir in den Hintern und bringt mich um dadurch. Ah! Verdammter Creeper. Verschwinde! Ah! Was ist denn jetzt los? Oh! Genau, das habe ich ganz vergessen. Ah! Das habe ich ganz vergessen. Ich habe Schaden durch eine Explosion genommen. Und deshalb ist mir Staub und Dreck in die Augen geflogen. Und wir konnten kurz nicht sonderlich viel sehen. Auch eine sehr coole Sache. Strawberries. Das sind doch Erdbeeren, oder? Meine Lieblingsfrüchte. Erdbeeren. Verdammter Creeper, verschwinde. Oh! Das gibt's doch nicht. Ich hau ab von dem Creeper und mir schießt ein Skelett hinterrücks in den Rücken? Das gibt's doch alles gar nicht. So, gleich wieder dahin und dann werden wir uns diesen Creeper vorknüpfen und vor allem das Skelett schießt mich von hinten an, als ich gerade einem Creeper ausweiche. Nimm das! So, gleich noch einen Muskel bekommen. So, Strawberry Seeds, ja, weiß ich nicht, ob wir das wirklich brauchen. Aber auf jeden Fall nehmen wir erstmal diese Strawberries mit. Was können wir denn aus denen machen? Fruchtsalat mit einem Apfel und einer Melone. Oder Strawberry Jam. Okay, mit Zucker. Strawberry Seeds, die können wir doch bestimmt auch so essen, oder? Okay, momentan sowieso nicht. Ha, blöder Mist. Na schön. Denn nehmen wir es mal mit den Skeletten am besten nicht auf. Wir suchen jetzt hier irgendwo eine kleine Stelle am Wasser, wo wir mal unsere ganzen Crops aufbauen können. Also unseren Reis und unsere Erdbeeren pflanzen können, damit wir mal irgendeinen Ort haben, wo wir darauf zurückgreifen können, wenn es uns mal schlecht geht. So, was ist das denn hier alles? Hier leuchten, hier fliegen überall Blümchen rum. Bunny, kleines Häschen. Gut, wir werden uns hier eine kleine Basis aufbauen. Nur etwas Vorübergehendes, etwas Temporäres, damit wir irgendwo drauf zugreifen können, drauf zurückgreifen können. So, Wooden Hoe. Und dann machen wir uns hier erst einmal ein bisschen Reis. So. Und dann machen wir uns außerdem noch Strawberries.
So, das ist doch eine schöne Sache. Gut, können wir denn die jetzt so essen? Ja, können wir. Die bringen wahrscheinlich nicht viel mehr als anderthalb, oder? Oh, die haben so, also die haben mindestens anderthalb gebracht. Donnerwetter. Da bin ich jetzt wirklich von beeindruckt. Das finde ich ziemlich viel. So. Oh weh. Guck mal da. Da verwandelt sich einer zu einem Werwolf. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Wir machen uns hier mal einen Waypoint. Der kann weg. New Waypoint. Temporary Base. Ich weiß nicht. Temporary Base. Ich weiß nicht, warum ich manchmal auf Englisch schreibe und manchmal auf Deutsch. Ja, so wie ich halt gerade Bock habe. So, wir werden jetzt aber erst einmal wegrennen vor dem verdammten Werwolf. Nein, wir rennen nicht weg. Wir gehen hier unten in die Höhle. Ach, das ist nicht mal eine Höhle. So ein blöder Mist. Ein blöder Mist. Meine kleine Unterführung führt es direkt zum Werwolf. Und da ist noch ein Skelett. Schnell weg hier. Mann. Blödes Skelett, verschwinde. Weg mit dir. So. Boah, ihr seht, wir brauchen viel bessere Ausrüstung. Wir sind in der Nacht so ziemlich schutzlos. Ich bin ja hoffnungslos den willkürlichen Gefahren der Umgebung ausgesetzt. Warum kann ich das nicht... Ach, Mann. Weg mit Gravel. So. Was ist da? Ach, nur ein Häschen. Nur ein Häschen, alles ist gut. So, was... Oh, ein Creeper. Weg. Weg, scheiß Creeper. Fall da runter, jawohl. Ist er gestorben? Nee, er ist ins Wasser gefallen. Mist. Wenn er gestorben wäre, hätten wir unten Blut aufsammeln können. Na gut, runter da. So, jetzt aber. Oh, ein Creeper-Kopf. Brauchen wir den für irgendwas? Wir schmeißen mal Ruby weg. Den fand ich ziemlich nutzlos irgendwie. So, und dann kommt Stalagmite weg. Creeper-Head, brauchen wir den für was? Für Fireworks, ja super. Okay, lohnt sich also nicht, den mitzunehmen. Können wir getrost hier lassen. So, was haben wir denn da? Da haben wir schon wieder so ein Experience Cobblestone, nicht wahr? Ne, ganz normal Experience Ore. Okay. Ah, dann könnt ihr mal sehen. Denn ist mir das wahrscheinlich nur wegen Weiler aufgefallen, weil oben angezeigt wird am Bildschirmrand, was das für ein Block ist. Ansonsten wäre mir das wahrscheinlich nie aufgefallen, dass da ein Silverfish drin ist. Also, dass das überhaupt ein anderer Block ist. Jetzt weiß ich das aber und werde die Blöcke erkennen und kann die Silverfish-Attacken umgehen. Eigentlich ein bisschen cheaty. Aber was soll's. Vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere noch an das Technik-Pack, Mod-Pack, Big Dick. It might as well be cheating. Ja, ist bei mir irgendwie immer wieder abgestürzt, völlig grundlos. Ah. Und das ist ja total im Nichts verlaufen. Das Technik-Team hatte Big Dick zu einem offiziellen Modpack gemacht und seitdem wurde es nicht geupdatet und ist, glaube ich, immer noch auf Minecraft 1.4. Total lächerlich. Verschwendung von Ressourcen, hat sich nie einer drum gekümmert. Naja, so läuft es halt manchmal. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das eben erzählt habe. Irgendwas hat mich eben veranlasst, darauf zurückzukommen. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung, ich hab's vergessen.